Hallo liebe Funkfreunde, im letzten Video habe ich über das Baofeng M7 gesprochen und im Video erklärt, aufgrund des Akkugewichts kann hier was nicht stimmen. In dem Video von heute zeige ich euch, wie es geht. Schaut es euch an, bleibt dran! Hallo liebe Funkfreunde, heute wieder Neues aus dem Scheck. Und wie bereits erwähnt, geht es um das Baofeng M7. Ich zeige euch nochmal das letzte Video. Obwohl das Baofeng-Gerät diesmal nicht so gut weggekommen ist, gerade in Bezug auf die voreingestellten Frequenzen, die sich im illegalen Bereich befinden, ja, war auch mit den Akku was nicht in Ordnung. Manch einer hat einen spöttischen Kommentar geschrieben. Viele haben mich aber über den Messenger angesprochen und gefragt, wie kann das sein, wie kann man das ermitteln, sag doch mal was dazu. Und ja, das seht ihr heute in diesem Video. Zunächst einmal müsste man aber klären, ja, wie genau misst man eigentlich die Kapazität von einem Akku? Wie kann man die Kapazität ausdrücken in einem Akku? Bevor wir zur Auflösung vom Baofeng-Gerät kommen, erstmal ein bisschen Theorie und jeder sollte dranbleiben, denn es lohnt sich auch am Ende des Videos. Zunächst einmal zur Theorie. Die Kapazität, die Energie, das Energiespeichervermögen eines Akkus wird ausgedrückt mit Wattstunden. Und Wattstunden berechnet sich aufgrund der Spannung und des Stroms bzw. der Kapazität in Milliamperestunden oder Amperestunden. Nehmen wir zum Beispiel diesen Akku, Baofeng 888 Akku, berechnen wir ganz einfach mal hier die Wattstunden. So, das wäre also Wattstunden, ist gleich U, 3,7 Volt, ist also eine Zelle Lithium-Ionen, hat immer 3,7 Volt. Und das Ganze sind mal 1650 mal 10 hoch minus 3 Ampere Stunden. Anders ausgedrückt wären das also 3,7 Volt mal 1,650 Ampere Stunden. Ihr könnt gerne mal nachrechnen. Bei mir käme dann raus und zwar 6,105 Wattstunden. Das ist eine Aussage. Wie viel Energie kann wirklich der Akku bringen, kann wirklich der Akku leisten? Anderes Beispiel, Baofeng GT3 Akku. Das ist ein Akku mit 2 Lithium-Ionen-Zellen. Also schauen wir uns hier das Ganze nochmal an. U mal I. So, das sind also 7,4 Volt mal 1,8 Ampere Stunden und das sind 13,32 Wattstunden. Steht hier in dem Fall sogar drauf. Bei manchen Akkus steht es ja drauf. Also ihr seht, fast gleiche Ampere Stunden, fast eine Zelle mehr, also 7,4 Volt. Und ihr seht eigentlich, ja, das Doppelte an Energie, was dieser Akku aufnehmen kann. Im Video habe ich aufgrund des Gewichtes vom Gefühl her gesagt, mit dem Akku kann was nicht stimmen. Mit den Kapazitätswerten, mit der Spannung, haut nicht hin vom Gewicht. Geht nicht. Aber wie kriegt man jetzt das Gewicht raus, was so ein Akku plausibel eigentlich wiegen müsste? Das geht über die Energiedichte. Ein Lithium-Ionen-Akku hat eine Energiedichte von so, ja, die Angaben schwanken, 120 bis 210 Wattstunden je Kilogramm. Lithium-Ionen-Masse möchte ich es jetzt mal nennen. Ihr könnt also erahnen, 1 Kilo Lithium-Ionen-Akku, in welchen Bereich
an Wattstunden das etwa liegen müsste. Wir rechnen mal als Mittelwert mit 160 Wattstunden je Kilogramm. Ist ein guter, realistischer Wert. Also rechnen wir ganz einfach mal mit der kleinen Baufeng 888 mit dem Pack weiter. 6,105 Wattstunden hat das Pack. Und das rechnen wir ganz einfach mal aus. 6,105 geteilt durch 160. Und weil wir das Ganze in Gramm haben wollen, machen wir dann noch ein Tausender dahinter. So, und das wäre 6,105 geteilt durch 160 mal 1000, 38,156 Gramm. Die Zelle müsste plausibel 38,156 Gramm wiegen. Ein bisschen Plaster drumherum, ein bisschen Differenz bei der Energiedichte. Das funktioniert bei diesen Akkupacks recht gut. Es ist wenig Plaste, wenig Verarbeitung drin. Bei Akkus, die noch größer sind, mit Kühlkörpern zum Beispiel, funktioniert das nicht mehr so gut. Aber solche Packs, die hier liegen, ist das kein Problem. Rechnen wir mal den Baufeng GT3 Akku durch. Als zweites Rechenbeispiel. Also wir nehmen hier 13,32 geteilt durch wieder unsere 160 Energiedichte, multiplizieren das mit 1000, um entsprechend die Gramm rauszubekommen, und wir haben hier ein Ergebnis von 83 Gramm als plausibles Akkugewicht. Und das werden wir einfach jetzt mal nachvollziehen. Ich habe hier eine Waage, die schalte ich mal an. Erkennt man das? Jetzt funktioniert es. Also, Baufeng 888 Akku, plausibles Gewicht, zu erwartendes Gewicht ca. 38 Gramm. Wir legen das Ganze drauf. 48 Gramm ist das Ergebnis. Also kann man sagen, okay. Anderes, 83 Gramm, das ist die GT3 Zelle, legen wir es drauf, 73 Gramm, ja, plausibel, wie gesagt, wir rechnen mit 160, wir werden auch nicht 50 mA feststellen können oder 100 mA, das funktioniert nicht. Also, ihr seht, kann man doch plausibel berechnen. Ich euch mal die ganze Liste hier berechne und auch einblende und schauen wir uns ganz einfach noch mal dieses gute Stück hier an. Und das, um diesen Akku hat sich ja gedreht. Es ist also wirklich der Akku, um den es ging. Die Leistungsdaten, der Akku ist zu dem Gerät, also ich kann es anschalten, das Gerät funktioniert. Ich nehme den Akku wieder raus. So, jetzt rechnen wir erstmal diesen Akku hier schnell durch. Also laut Daten sind es 7,4 Volt mal 5,8 Amperestunden. 7,4 mal 5,8 Amperestunden, rechnet bitte mit. 42,92 Wattstunden. Was für ein Wert. 42,92 geteilt durch unseren Wert 160, und das wäre ein zu erwartendes plausibles Gewicht von 268 Gramm. Jeder, der hier sich noch nichts dabei gedacht hat, sollte spätestens bei 268 Gramm Gewicht für ein Handfunkgeräte-Akku schon mal aufpassen. So, und nun legt man das gute Stück einfach mal auf die Waage. So, Waage einschalten wieder.
268 Gramm soll er haben. Ich habe gesagt, Handgefühl, die Werte stimmen nicht. 49 Gramm. 48, 49 Gramm. Ich bin großzügig und runde mal auf 50 Gramm Akkugewicht. Sind wir uns, denke ich, mal einig? Die Differenz zwischen diesen beiden Gewichten haut nicht hin. Merkt man sofort, wenn man den Akku in der Hand nimmt, hochhebt, hier stimmt was nicht. Der einfachste Beweis, dass der Akku nicht ordentlich beschriftet ist, nicht ordentlich der Wahrheit entspricht, beweise ich euch jetzt schnell. Messgerät, Spannungsbereich eingestellt, 20 Volt. Schalten wir das Teil mal ein. Jetzt messen wir ganz einfach mal die Zellspannung. 3,87 Volt. 3,87 Volt ist also ein vollgeladener Lithium-Ionen-Akku mit einer Zelle. Angeblich 7,4 Volt, das wären zwei Lithium-Ionen-Zellen, es sind aber nur eine Lithium-Ionen-Zelle. Und von der Kapazität her hat dieser Akku etwa 1500 mAh. Und es ist der Akku für das M7. Ich stecke es hier wieder rein. Ne? Also 3,7 Volt mit Unterspannung 7,4, wenn das jetzt wirklich zwei Zellen wären, würde das Gerät gar nicht mehr funktionieren. Und zwar habe ich euch mal berechnet, diese ganzen Akkus hier, bei den Packs steht es stellenweise drauf. Das ist also einmal dieses Pack klein, das ist Akku Nummer 1. Dann kommt Pack groß. Das ist aus alten Tablets oder Handys oder irgend sowas in der Richtung. Dann kommt BF888, das ist der dritte Akkutyp. Dann kommt das Pack hier, das ist 7,4 Volt, also zwei Zellen mit ein bisschen Balancer-Kabel dran. Das ist Akku Nummer 4. Der fünfte Akku, auch 7,4 Volt, ist Baofeng GT3. Und der letzte Akku, der sechste Akku, auch laut Beschriftung 7,4 Volt, ist der vom M7. So, und jetzt blende ich euch mal die Liste ein. Ihr seht also, hier nochmal oberste Zeile sind die ganzen Spannungen, wie gesagt laut Beschriftung. Darunter die Akkukapazität in Milliampere-Stunden angegeben. Die Energiedichte, die sich für die Berechnung ergibt, also wie gesagt 160 Wattstunden je Kilogramm habe ich angenommen. Das ist ein realistischer Wert. Und darunter dann das Akkupack, wie viele Wattstunden es rechnerisch haben sollte. Das plausible Gewicht darunter und das Gewicht inklusive allen drum und dran, Kabel, Plaste und so weiter, was die Zelle, das Pack in Wirklichkeit hat. Und ihr seht natürlich ganz rechts M7, das haut nicht hin. Das merkt man, wenn man das in die Hand nimmt. 48 Gramm, in unserer Rechnung hatte ich 48, 49 aufgerundet auf 50 Gramm. Und jetzt zeige ich euch noch ein kleines Diagramm. Im Diagramm könnt ihr also nochmal sehen, Zelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der einen Seite, also die linke Säule, ist praktisch immer das errechnete Gewicht. Die rechte Säule ist jeweils das reelle Gewicht. Und ihr könnt also sehen, es ist überall mehr oder weniger plausibel, es weicht mal ein bisschen ab. Ganz klar, die Energiedichte kann mal schwanken, die Verarbeitung kann mal schwanken. Ein bisschen Plaste drumherum, ein bisschen Metall noch drumherum, vielleicht noch eine kleine Schutzschaltung drin. Aber jeder von euch, bin ich mir ganz sicher, würde beim sechsten Akku den Unterschied merken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen. Also man kann wirklich mit der Hand merken, ist das Akku, die Akkuleistungsangaben plausibel oder nicht plausibel. Man kann das, denke ich mal, auch ganz gut abschätzen. Es ist jetzt keine Wissenschaft an sich. Bitte auch nicht so verstehen, dass man wirklich jetzt hier 100 mA aufgrund des Gewichts erahnen kann. Wer jetzt dran geblieben ist, ich habe mich entschlossen, diese M7-Geräte, also das Set von Baofeng, zu verschenken. Es ist ja auch die Weihnachtszeit, da trifft sich das ganz gut. Wer also bis zuletzt dran geblieben ist, der schreibt bitte in die Kommentare rein, Akkuschwindel plausibel.
Und bis zum Jahresende, also bis zum 31.12.2020, werde ich warten und werde dann aus allen Kommentaren, die dieses Stichwort mit drin haben, entsprechend jemanden raussuchen und die Baufänggeräte denjenigen kostenlos zuschicken. Es gibt nur eine Bedingung dafür: die Baufänggeräte werden nicht programmiert geliefert, das heißt, die Frequenzen werden rausgenommen, denn ihr wisst ja aus dem vergangenen Video, die Geräte senden neben den Amateurfunkfrequenzen auch auf den Frequenzen, die für den BOS zugewiesen sind. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, kommt gut durch den Lockdown, 73, macht's gut, bis zum nächsten Mal.